Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Heute machen wir etwas ganz Krankes und zwar diese pinke Suppe. Ich bin mal gespannt. Für das müssen wir erstmal einen Topf holen mit Hühnerbouillon und roter Beete. So, 700 Milliliter davon. Uiuiui, ist ein bisschen viel. Rote Beete, 600 Gramm. Dann nehmen wir gleich den Topf mit. 1, 2, 3, 4. 5, glaube ich, oder? Ja. So, dann kochen wir das erstmal 60 Sekunden lang. Währenddessen können wir schon erstmal Zwiebeln, Karotten und Petersilien holen. Oh, die Suppe ist fertig, oder? Ja, ist ja gut. Weil das Ganze müssen wir noch. Müssen das zuerst noch schneiden? Ne, warte, wir müssen das. Wir brauchen erstmal eine neue Pfanne. Wo brauchen wir hier eine. Ah, das ist ja Hühnerbrühe, scheiße. Brauchen hier Butterschmalz, 30 Gramm. Vor allem 30 Gramm, Alter. Milliliter. Und dann kommt jetzt das Ganze dort rein. Ich habe jetzt nicht so viele Dingsblätter, weil ich habe gar nicht so viel gefunden. Ich glaube, das passt. Ich werde das Ganze jetzt schneiden. Was? Geht das da drin überhaupt? Ja, ist relativ gut gekommen. Jetzt müssen wir die Zwiebel auch noch rausholen. So. Ich glaube, ist überhaupt nicht gut zerschnitten. Überhaupt nicht gleichmäßig, aber das ist egal. So, jetzt müssen wir das erstmal 60 Sekunden lang braten. Wo ist der Wecker? Hier. Dann brauchen wir Pimentpulver, was auch immer das ist. 15 Gramm, das kommt wieder hier in den Topf. Dann kommt noch Salz rein, 20 Gramm. Oh, der ist gleich fertig. Hey, ich habe den Rauch geschaltet, hallo? Noch schwarzer Pfeffer, 20 Gramm. So, jetzt noch Lorbeerblatt, 6 Gramm. So, dann kommt hier der ganze Rest auch noch rein. Nehmen wir mal so besser. Sonst kommt die Soße auch mit und das wollen wir nicht. So, das Ganze müssen wir jetzt 60 Sekunden kochen lassen. Können wir jetzt noch Tomaten holen und die noch in Stücke schneiden. Beziehungsweise in Hälften. So. Die Hälfte ist auf jeden Fall ziemlich schlecht getroffen, aber egal. So, dann können wir schon mal den Zitronensaft ready machen. Den brauchen wir nämlich gleich auch. Oh, der wäre fast kaputt gegangen. Zwei Tomaten brauchen wir gleich auch noch. Kommt dann alles später nochmal hinzu. Dann brauchen wir mal noch einen tiefen Teller. Teller, basic einfach. Saure Sahne. Oh Gott, warte mal. Ja, ist gut. Erstmal noch saure Sahne. Die Zwiebeln sind ein bisschen hart durchgebraten, aber ist eigentlich egal. So, jetzt kommt die Tomaten rein. Jetzt muss das Ganze wieder 15 Sekunden lang kochen. So, wir machen jetzt wieder 10 und dann noch ein bisschen dazu, dass es passt. Nehmen wir das Ganze, machen das hier in den Teller. Ich weiß nicht, ob wir das mixen sollten. Okay, die Stunde der Wahrheit, Leute. Ah, oh, warte, wir haben den Zitronensaft vergessen. Wie viel kommt da rein? 20 Milliliter? Wo ist... Ah, hier mal. Dann ungefähr 300 Milliliter auf den Teller geben. Hui, schon ein bisschen viel, aber das passt. Auch wieder... Oh, nee, 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 nee. Nicht auskippen. Ach, scheiße. Ja, toll, ich kann das eh hinschmeißen. Okay, jetzt kommt noch 50 Milliliter saure Sahne dazu. Oh je, ein bisschen viel wieder. Und ja, das war's. War auch noch ein bisschen Dill frisch. Okay. So, hier sind wir übrigens drin. Also es sieht irgendwie... Lol. Es sieht nicht so pick aus irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Egal, eigentlich ist das unsere Suppe. Sieht jetzt auch nicht so spektakulär aus, aber naja. Alter! Aber wir haben wieder 3 Sterne, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, ein Abo da. Wäre geil. Nee, okay, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!